antiken Griechenland gab es eine Region, die heute als Attika bekannt ist. Dort herrschte Cekrops, ein Wesen, das aus seinem eigenen Land geboren wurde und einen Schlangenschwanz und einen menschlichen Rumpf hatte. Unter seiner Herrschaft florierte die Stadt Cekrops. Die Stadt war von den Meeren umgeben. Der Fischfang war in dieser Gesellschaft essentiell, da ein Großteil der Nahrung der Menschen aus dem Meer geholt wurde. Aufgrund der Abhängigkeit vom Meer war der Kult des Poseidon in der Region stark. Der Gott der Meere wollte eine Stadt, die ihn verherrlicht, und aus diesem Grund ging er nach Cekropia. Volk von Cekropia, weiht diese Stadt dem Herrn der Meere, und ihr werdet den Ozean als euren Hinterhof haben. Euer Volk wird alle anderen überflügeln, solange ihr auf den Meeren seid. Ändert den Namen der Stadt in Poseidonia, und ihr werdet meinen Segen erhalten. Der Gott schlug mit seinem Dreizack auf den Boden und eine Fontäne aus Salzwasser begann zu sprudeln. Dies ist mein Geschenk an euch. Bevor ihr auf das Meer hinausfahrt, kniet vor der Quelle nieder und sie wird euch sagen, ob es sicher ist, auszulaufen. Plötzlich unterbrach ein starker Blitz Poseidon. In der Mitte des Lichts war die Silhouette einer weiblichen Figur zu sehen. Es war Athene, die Göttin der Weisheit und der strategischen Kriegsführung. Die Göttin wollte auch die Schutzherrin der Stadt sein. Die Göttin wandte sich an die Menge, die bereits vom Besuch Poseidons überrascht war und sich nun vor einer solch majestätischen Gottheit ratlos fühlte. Bürger von Attika, wenn ihr mich zum Beschützer der Stadt wählt, werden Schönheit und Weisheit in dieser Stadt Früchte tragen. Die Künste und Wissenschaften werden sich entwickeln wie nirgendwo sonst auf der Welt. Die Göttin stieß ihren Speer in die Erde und ein wunderschöner Olivenbaum wurde in dem Loch geboren. Dies ist mein Geschenk. Ich weiß, wie karg die Erde um euch herum ist, aber die Früchte dieser Pflanze können eure Nahrung sein. Außerdem könnt ihr ihr Öl verwenden, um die Dunkelheit zu vertreiben und eure Häuser zu wärmen. Die Menschen waren erstaunt über das Geschenk. Cekrops, der fürchtete, den eventuell übersehenen Gott zu erzürnen, dachte, dass die Bevölkerung der Stadt entscheiden sollte, welchen Gott sie ehren wollte. Die Männer lebten vom Meer und stimmten alle für Poseidon. Die Frauen hingegen, die vom Land aus lebten, hielten die Gabe der Athene für überlegen. Da es mehr Frauen als Männer in der Stadt gab, gewann Athena. Poseidon war wütend und akzeptierte die Entscheidung der Menge nicht. Es gibt nur einen ehrenhaften Weg zu entscheiden. Nehmt eure Waffen und kämpft gegen mich. Poseidon war einer der mächtigsten Götter. Er glaubte, Athene sei ihm nicht gewachsen. Aber die tapfere Göttin hatte keine Angst und bereitete sich auf den Kampf vor. Der Kampf zwischen den Göttern begann und sie maßen ihre Kräfte. Der Streit wurde durch einen Blitz des Zeus unterbrochen. Dieser Streit wird im Rat der Götter des Olymps besprochen, wo über das Schicksal der Stadt entschieden wird. Auf dem Olymp trafen sich die Götter, um den Streit zwischen Athene und Poseidon zu schlichten. Zeus leitete die Versammlung und ließ die anderen Götter über das Thema entscheiden. Alle männlichen Götter stimmten für Poseidon und alle Göttinnen stimmten für Athene. Als Vorsitzender des Gremiums enthielt sich Zeus und Athena gewann mit nur einer Stimme Unterschied. Und so wurde die antike Stadt Cekropia unter dem Namen Athena bekannt. Zu Ehren der Göttin wurde ihr ein wunderschöner Tempel auf der Akropolis errichtet. Doch Poseidons Zorn machte den Athenern das Leben schwer. Sie waren auf dem Meer nicht mehr willkommen. Die besorgte Bevölkerung wandte sich an das Orakel von Delphi. Die Pythia teilte ihnen mit, dass Poseidons Zorn nur gemildert würde, wenn die Frauen von Athene bestraft würden. Um sich mit dem Gott zu versöhnen, verloren alle athenischen Frauen das Wahlrecht. Um den Frieden zwischen Athen und Poseidon zu besiegeln, wurde zu Ehren des Gottes ein wunderschöner Tempel am Kap Sunion errichtet. Der Gott war großmütig und vergab dem Volk von Athen und erlaubte der Stadt, das Geschenk des Gottes zu behalten. So entstand in Griechenland eine Stadt, die sich von allen anderen abheben sollte. Es dauerte tausende von Jahren, bis die athenischen Frauen ihr Wahlrecht wiedererlangten.